Hallihallo. Ich habe ja gerade ein ziemlich cooles Team. Und deswegen dachte ich, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Habe schon 5 Siege. Und ich dachte mir, what the fuck. Das muss ich zumindest irgendwo aufgezeichnet haben. Und anscheinend funktioniert der Stream. Irgendwie hat er Probleme. Das ist natürlich unschön. Okay. Wir testen es nochmal. Jetzt scheint es besser zu funktionieren. Ja, auf jeden Fall habe ich mit dem Team Leute kaputt gemacht. Ja, die Kombination ist momentan noch nicht die beste. Aber sie wird besser. Und ich glaube, wir stellen den Schwan mal hinter. Das passiert immer noch. Woran liegt das? Woran liegt das? So, testen wir es nochmal. Schauen wir mal, ob es jetzt besser funktioniert. Okay, scheint relativ stabil zu sein. Ja gut, es geht ja nur darum zu schauen, dass ich es, also zu machen, dass ich es aufgezeichnet habe. So, und jetzt, ich würde sagen, dem geben wir das noch. Hippo ist natürlich auch krass. Brauche ich tatsächlich das Kamel? Wenn ich das Kamel geboostet bekomme, oh. Delfin ist natürlich auch geil. Ich glaube, wir essen erst nochmal Food. Nice. Giraffe war zwar sinnlos, aber Kamel war ganz gut. Na gut, ich glaube, wir machen erst mal den nächsten Kampf. Puh. Nicht so eine schlechte Kombination. Der stirbt halt einfach nur das Super. What the fuck? Das Team.
Aber die Giraffe, damit können wir halt noch geiler aufleveln. Sushi ist geil. Nice. Okay, warte mal. Der ist sogar besser, der Affe, als die Giraffe. Nein, ich hätte. Oh. Problem beim Affen ist, dass wir da nicht ordentlich jemanden leveln können. Nein, wir können auch einfach den Schwan ganz vorne hinstellen. Ah ne, können wir nicht wegen. Achso doch, wir können den Schwan einfach ganz vorne hinstellen. Und den Schwan noch weiter leveln. Aber eigentlich müssten wir das Kamel vorne leveln. Ah, nervig. Pinguin ist halt geil. Eigentlich brauchen wir das Kamel. Das Kamel mit dem. Mit den Affen. Ist wahrscheinlich langfristig besser. Wir können ja eh generell nochmal rollen. Sagen wir rollen einfach nochmal. Okay, gut. Plus One Experience, das ist mächtig. Also, dass wir eh nochmal. Wir können sozusagen. Wir können die Transition nächste Runde machen. Q ist halt auch mächtig. Q und XP ist wahrscheinlich hier das Beste. Q und XP. Q anstatt der Giraffe. Würde ich sagen, und XP. XP geben wir dem Pinguin, weil dann gibt er. Ne, Experience gibt mir logischerweise. Känguru wäre natürlich auch krass auf Level 2. Und dann kaufen wir die Kuh. Und geben Zeug. Ihm. Okay. Ich war, hab noch nie so viele Wins gehabt. Schauen wir mal, was auf dem High-Level für Gegner passiert. Je länger das Nashorn, ist das Nashorn? Ne, was ist das überhaupt? Ein Schlüssel, glaube ich. Von dem. Das ist es. Es kommt natürlich Friend Fans gehen. Goddammit. Der Shark ist natürlich auch geil. Wir leveln auf jeden Fall das Känguru auf. Holy shit, Sharkfly. Oh, Sharkfly ist natürlich auch übelst krass. Holy shit.
Schockfrei ist möglicherweise sogar besser. Die Kuh wird sowieso verkauft. Oh, wir freezen den Shark. Wir kaufen schon mal die Fly. Die ist krass. Stellen wir ihn ganz vorne hin. Weil wir aus dem Pinguin 2 rausbekommen. Dann rollen wir einmal. Ja, hier ist ein Känguru, nice. Dann leveln wir das Känguru auf. Wir safen uns das und geben dem Känguru mit dem Leben geben oder Garlic? Garlic ist, glaube ich, auf dem Känguru auch mächtig. Ich habe vergessen, was die krassen Items sind. Aber jetzt kommen wahrscheinlich demnächst krassere Items. Das heißt, wir geben dem einfach nur Leben. Vielleicht geben wir ihm Leben. Moment, was kriegt das Känguru? Känguru kriegt ja nur, ne, das kriegt alles. Okay. Okay, das sieht gut aus. Verrückt. Ja, gespannt, was auf dem Level. Oh, der hat eine gute. Oh, der könnte mein Tod sein. Komm. Weil er immer Schaden kriegt. Nein. Holy shit. Aber der hat mehr den Armor und geht den halt einfach. Holy shit. Oh, meine Fliege. Nein. Er hat meine Fliege getötet. Noch eine Kuh. Ugh. Eine Kuh wäre natürlich auch krass, ja. Und theoretisch müsste ich den Pinguin verkaufen, weil der, glaube ich, inzwischen ausgedient hat. Also kaufen wir die Kuh. Kaufen. Nee, Honey ist nicht gut, weil Honey. Oh, doch, Honey ist gut, weil Friend Friends. Okay, das wir machen Honey auf sie. Actually, das war ein Fehler. Wir hätten Honey auf den. Ja gut. Wir kaufen die Kuh. Ja. Dann haben wir Milch. Ja, wir buffen den einfach. Endless. Rollen einmal. Okay, wir kriegen, haben noch eine Kuh. Holy shit. Kuh verkaufen auf jeden Fall. So, die Frage ist, bringt der Pilz uns was? Pilz bringt uns also nichts. Der Pilz wird uns was bringen, wenn wir mindestens einen Seiten was beim Feinden irgendwas Cooles macht. Aber wir haben literally nichts, was das macht. Wow, ist das sinnlos. Wir haben halt auf den Schwan gesetzt. Der Schwan hätte halt irgendwas sein können, was Feind macht. Schade. Schade, schade. Der bringt nichts, weil wenn der stirbt, ja, das Pilz bringt uns leider nichts. Das heißt, wir kaufen die Kuh.
Und holen uns nochmal Milch. Jetzt sollte man die Milch auf den Shark machen stattdessen. Oder? Nee. Dann rollen wir einmal. Oh, Double Shark. Okay, ich glaube, es wird Zeit, Shark zu gehen. Den theoretisch noch nachrollen. Wir freezen. Rollen. Und wir haben ein Doppelkänguru. Holy shit. Pizza, was macht Pizza? Give to random animals. Das ist auch stark. Knockout. Wow. Das ist auch stark, Pizza. Pizza würde ich lochen. Aber wir kaufen uns jetzt den Shark und stellen den ganz hinten hin. Und freezen. Känguru. Dann haben wir nämlich. Wir brauchen dann, glaube ich, noch ein Känguru für Level 2. Der kann reicht aus. Holy shit. Was macht er denn? Und wir haben ein. Okay, nicht schlecht, aber wir machen erstmal ein Level 2 Shark. Okay, das ist sinnlos. Der Shark ist krass. Three random animals plus one plus one und das macht two random animals plus two besser. Känguru reicht halt noch nicht aus. Wir brauchen drei Kängurus. Glaube ich. Level 3, oder? Einfach das kaufen. Und ein Känguru. Schon mal, damit es stärker wird. Okay. Wir müssen, glaube ich, nur noch einmal gewinnen, oder? Ich wollte noch Level 3 Känguru hinbekommen. Schade, schade. Ah, der könnte uns besiegen. Der besiegt uns. Holy shit. Ah nein, tut er nicht, weil er Melon Armor hat. Der haut den halt einfach weg, ne? Und das ist nur so ein Support-Zeug. Oh, mein Shark muss sogar zum Einsatz kommen. What the fuck? What the fuck? Wow. Wow. Cool, dass man nur 60 dafür kriegt. Naja, gut.